Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Red Moon Survival am späten Abend, naja, später Abend noch nicht, 18.35 Uhr am Tag 22. Wie ihr seht, die Sonne geht wieder unter und bald gehen hier wieder die Katastrophenlichter an. Das bedeutet, das Spiel wird wieder spinnen ohne Ende in der Aufnahme. Wieso wächst denn hier ein Pilz? Ja, ich habe offline ein bisschen was gemacht. Und zwar, erstmal holen wir uns den Pilz hier, essen den schnell. Zack, rein in den Hals das Ding. Pilze sind toll. Schön, wie der Sonnenuntergang aussieht. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe ein bisschen Erze geholt, Materialien geschmolzen, also Erze geschmolzen. Damit wir den Kühlschrank bauen können. Dann war ich auf Loot-Tour. Nur schnell ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, habe ich die hier drin? Nee. Elektrik-Parts zu bekommen, damit wir den Kühlschrank und den Ofen bauen können. Und zwar habe ich das hier reingetan. Genauso wie die elektrischen Kabel, weil die herzustellen ist ja nicht so einfach. Man braucht ja zwei leere Dosen jeweils. Und das habe ich durch die Loot-Tour alles gut bekommen in den Küchen da von den Gebäuden. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, und jetzt warten wir noch, bis hier abends wird. Ja, jetzt ist schon abends. Wie ist es? Ist es noch okay? Im Moment ruckelt es noch nicht. Habe ich das Gefühl, noch nicht so schlimm in der Aufnahme. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann würde ich sagen, wir bauen einen Kühlschrank. Aha, ja, ganz einfach. Wir bauen jetzt einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank und einen Ofen. Und das machen wir hier oben. Ich würde sagen, hier bauen wir dann so... Jetzt fängt das schon wieder ganz schön an zu ruckeln, extrem. Ja, was machen wir? Soll ich das im Ruckelmodus bauen oder... Nee, ich glaube, wir schlafen. Wir schlafen erstmal, dann ist das nicht mehr so schlimm. Das bringt ja nichts. Also die Nacht ist toll, ist alles schön, aber mit diesen Lichteffekten hier, der hat da übelste Probleme. Das heißt, wir haben es jetzt 19 Uhr. Lass uns mal pennen hier. Schlafen jetzt mal 10 Stunden. Dann ist der auch wieder ein bisschen frischer. Ja, und dann ist das Licht aus und ich brauche die Schatten nicht ausstellen, weil das wär die Alternative, aber das sieht halt echt kacke aus. Naja. So. Noch ist es nicht ganz früh, es ist 6 Uhr am Morgen. Ich weiß nicht, wann das jetzt komplett ausschaltet. Ich denke mir mal so um 7. Da ruckeln wir uns jetzt noch ein bisschen durch. Und dann werdet ihr merken, wie extrem der Leistungsschub im Spiel wieder ist, wenn die Lichteffekte nicht mehr greifen. So, aber jetzt bauen wir, was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Kühlschrank. Platzieren, Verteidigung, Elektrizität. Wo ist er denn? The Fridge. Dafür brauchen wir noch nachher Iron Ingot und Copper. Ja, der steht ja schon fast richtig rum. Ich würde sagen, wo bauen wir denn hin hier oben? Den bauen wir, machen wir schon in die Ecke hier rein. Und dann bin ich mal gespannt, was das Ding kann. Wahrscheinlich werden dann die Lebensmittel nicht so schnell... verderben nicht so schnell. Also würde ja Sinn machen, wenn das so drin ist. Ah, jetzt ist wieder alles aus. Schön, freut mich. Ja, wo bauen wir denn den Ofen hin? Den würde ich jetzt sagen, machen wir hierher. Ich weiß ja nicht, ob in dem Spiel nochmal irgendwann was kommt hier mit Tisch und Stühle und so ein Kram. Das gibt es ja im Moment noch gar nicht. Weil bei platzierbar, wenn ich jetzt hier gucke, haben wir eigentlich nur das Bett, ne? Schmelzofen, Kiste, ja, Pflanzbeete machen wir auch noch draußen. Und eine Tierfalle, die hat bis jetzt bei mir noch nicht einmal funktioniert. Naja. So, na denn. Electricity und wo ist er? Der Schmelzofen. Der Electric Stove. Können wir den hier gar nicht hinsetzen oder wie? Irgendwie macht er. Kann ich den nicht an den Rand setzen hier? Ist der so weit von der Wand weg? Der steht ja mitten im Raum. Was soll denn das? Oder geht das nur unten, auf der unteren Etage, so ein Ding? Das wäre ja total bescheuert. Lass mich so den an die Wand setzen. Das geht hier nicht. Ich kann den nicht hier oben setzen. Also irgendwie hat er da ein Problem mit. Rechte Maus, dass du exit. Wieso kann ich den nicht setzen? Der Kühlschrank geht. Das ist ja komisch. Was wollte der denn jetzt noch haben eigentlich für den Kühlschrank? Kupfer und Eisen.
Kupfer, Eisen, Eisen, schmeißen. Dann holen wir uns noch Kupfer und Eisen. Warum ich hier mit diesem komischen Hammer rumlaufe, weiß ich auch nicht. Den brauche ich eigentlich gar nicht dafür. Ich glaube, man muss es nur reinschmeißen. Ich glaube, 5 Kupfer waren es, ne? Oder waren es 4? Ach. Ah, komm. Alles rein da, dass wir nicht wieder 20 Mal hin und her rennen, weil ich zu brasslich bin, mir was zu merken. Hinauf an den Fridge. So, jetzt haben wir einen Kühlschrank. Und wir müssen ihn noch mit der 0815 ja, mit unserer ID verbinden. Set ID. So, jetzt ist er connected. Turn on. Jetzt sollte der Kühlschrank auch an sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt da Fleisch, ich habe glaube noch Fleisch gemacht hier, bevor ich das Spiel gespeichert hatte. Ja, wir hören es ja, es ist ja noch an. Naja, es brät noch vor sich hin. Aber man sieht es wieder nicht. Das ist auch noch so ein Spielbug, dass wenn man ein Feuer anhatte und dann das Spiel speichert und wieder reingeht ins Spiel, dann ist das Feuer nicht mehr sichtbar. Naja. Das unsichtbare, hundsgemeine Feuer. So, dann packen wir das mal da rein und hoffen mal, dass es einfach sich hält. Gibt es noch was? Ja, die Sachen, die wir dann anbauen können mit den Beeten, die würden ja auch verfaulen nach einer Zeit. Gurken und der ganze Kram. Ja, komm her. Wäre ja echt klasse, wenn es da drin überhaupt nicht mehr verrottet. Da könnten wir uns ein bisschen Lager anschaffen mit Fleisch. So, 5-mal Fleisch. 1 Esmer. Was haben wir denn an Energieüberschuss überhaupt jetzt gerade? Wir haben ja 2 Solarzellen auf dem Dach. Gar keine Grad. Oder ist sie voll? Moment, das will ich jetzt mal wissen hier. Schmeiß mal den Generator mal an. Ich bin immer noch begeistert, wie das Ding da vor sich rumhämmert. Scheinbar haben wir Energie available. Gelb. Gelb ist available, oder? Also, komplett. Dann brauchen wir den auch nicht anmachen. Aus, Ruhe hier am Morgen. Das brauchen wir jetzt nicht, den Krawall. Ja, aber jetzt haben wir den Kühlschrank gebaut und ich kann den Ofen nicht bauen. Warum kann ich denn den Ofen nicht bauen? Das ist total bescheuert. Ich möchte den Ofen hier mitten in den Raum, geht es? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich möchte den an die Wand stellen. Ja, das ist schon ein bisschen... Schade, ne? Ich würde den ja gerne an die Wand bringen. Aber so mit in den Raum stellen ist ein bisschen doof. Ne? Dann stellt man halt hierher. Oder bauen wir den... Ne, den baue ich oben hin. Ich würde den schon gern lieber da oben, wo der Kühlschrank ist, auch haben. Aber das ist halt bescheuert, wenn der mitten im Raum... Ich hätte den gerne daneben gestellt oder hier an die Wand ran. Warum macht er denn das nicht? Das ist schon ein bisschen... Ja, ärgert mich jetzt ein bisschen. Also, das sieht ja echt kacke aus, weil da ist... Schau doch mal, wenn ich den jetzt hier so an die Wand stellen würde, das wäre doch viel schöner. Aber wenn der hier mitten im Raum steht, das macht ein Kackbild. Also. Aber so können wir es machen. Ja dann, stellen wir halt da hin. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch 2-mal Kupfer. Ey, sag bloß, ich habe keinen Kupfer mehr. Scheiße. Verdammter Mist. Und ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt noch was... Ah, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Wir wollten doch auch mal eine Spitzhacke bauen. Was brauchen wir denn für die Spitzhacke? Eine Spitzhacke zum besser abbauen Werkzeug. Eine Spitzhacke braucht 3 Stöcke. 3-mal Leder. Das heißt, wir brauchen nur noch 3-mal Leder. Habe ich hier Leder irgendwo drin rumflacken? Tierisches Fell, das könnte man zu Leder machen. Wie ist denn eigentlich das tierische Fell hier drüben drin? Eine Ordnung hier in dem Haus. Haus. Ja, so passt das. Getrocknete Tierhaut ist... Ah, daraus könnte ich aber Leder machen. Das war doch so. So, dann machen wir mal aus der getrockneten Tierhaut machen wir jetzt mal Leder. 1-mal. 2-mal. 3-mal. Und so können wir eine Spitzhacke erstellen. Haha, jawohl. Ist doch schön. Lasst uns eine Spitzhacke bauen. Warum? Oh, was brauche ich in der Hand? Ein Steinhammer. Ich habe ja wenigstens einstecken. Ja, also... Los jetzt, bauen Spitzhacke. So, wir haben eine Eisenspitzhacke gebaut. Das ist ja toll. Das freut mich. Und da können wir jetzt nämlich loslegen und können hinten mal ein bisschen Kupfer klopfen. Ich hoffe, es gibt welches.
Wie sieht das Ding überhaupt aus? Ja, auf jeden Fall ein bisschen qualitativ besser als das Steinteil. So, bitte lass jetzt hier irgendwo Kupfer gespawnt sein. Ja, das ist Eisen. Alles Eisen. Oh, na toll. Das habe ich nämlich schon vermutet. Dass wir, wenn wir Pech haben, hier auf Kupferjagd gehen müssen. Das, ja, da haben wir Schwefel. Da ist Kupfer, oder? Ja, alles gut. Oh, drei Schläge. Geil. Mit dem Steinding war das eine Katastrophe. Da musstest du immer draufklopfen wie ein Irrer. Ja, geht doch. Dann kriegen wir unseren Ofen nämlich auch noch in der Folge fertig. Haha. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Beete an. Um zu schauen, ob die Sachen vergammeln. Oder nicht. Das können wir ja auch nachher schon gucken. Wenn wir mal an den Kühlschrank ranlaufen. Das haben wir Kupfer, das holen wir uns auch noch. Na? Wo hat er denn das jetzt hingekickt? Hier, du sollst das Kupfer nicht durch die Gegend treten, du sollst es einsammeln. Und. Aber es ist genial. Also die Spitzhacke aus Eisen, die hält ja mal viel mehr aus als das Steinding. Da hast du drei so Steinhaufen weggehauen und dann war die schon fast kaputt. Ja, und das Reparieren ist auch ganz simpel. Also ihr könnt es wirklich alles auf dem Amboss reparieren. Sogar die Reifen von dem Motorrad. Ich muss so lachen. Naja, egal. Aber es geht. So, da packen wir die Spitzhacke wieder weg. Die brauchen wir jetzt nicht durch die Gegend schleppen die ganze Zeit. Boah, dann machen wir das mal hier ordentlich. Die guten Sachen unten hin. Hammer. Spitzhacke, wo bist du da? So, hinein mit dir. Ja, den... Komm, weg mit. So. Ja, und in der letzten Folge, wir haben ja die Machete ausprobiert. Die geht ja wie die Sau ab, ey. Also, ey. Ja, übelst heftig. So, wir müssen ja schmelzen. Also, zwei, drei Schläge oder so. Maximal drei Schläge und der Kopf ist ab. Zack, zack, zack. 24 Mal. Nochmal 6. 6. Und nochmal 6. 3 mal 6 sind 18. Und dich schmeiß mal da rein. Über auf ein bisschen sortieren hier den ganzen Spaß. Habe ich eigentlich Stöcke? Ah ja, doch. Naja, dann. Feuer anfangen. Da brennt das Feuer und wir tanken auch gleich nochmal nach. Zweimal, da müsste es reichen. Ja. Hast du da was? Jetzt ist es wieder so, dass es wieder den Spielfehler hat, dass es nicht anzeigt, den Progress hier. Naja, aber irgendwann sind sie fertig. Alles gut, das geht trotzdem. Ich sag ja, es ist Early Access. Nehmt dem Entwickler das nicht übel, wenn da Fehler drin sind. Das ist einfach so. Jetzt schauen wir mal, ob unser Fridge wirkt. Ja, tatsächlich. Das verrottet nicht. Das ist sonst immer langsam abgelaufen. Haha, so können wir uns einen guten Vorrat anlegen. Aber trotzdem, wie kacke sieht denn das aus? Wieso kann ich denn das... Oh Mann. Es ist doch extra mit so einem Abschluss gemacht. Warum kann ich denn... Kann ich da eine Wand dahinter setzen? Ach Quatsch. Ist jetzt so. Das ist halt so. Da muss er auch dran arbeiten, optimieren, dass man das auch anders setzen kann. Ja. Ja gut, dann habe ich noch, wie gesagt, war ich auf Loot-Tour. Das können wir alles verkaufen beim Händler beim nächsten Mal wieder. Und wir haben noch 7 Nester. Da sollten wir vielleicht auch nochmal nachgehen. Was gibt es denn noch an elektrischen Sachen, die wir bauen können? Ja, den Mixer, ne? Da brauchen wir einmal Kabel. Und 4-mal Gier, ach du grüne Neune. Da würde ich sagen, bevor wir den bauen, gehen wir halt auf Loot-Tour, brennen Banista ab. Das machen wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge dann. Und ja, schauen wir, was passiert, wenn wir das Ding bauen. Da können wir vielleicht Beton machen oder sowas. Und was ich auch überhaupt noch nicht rausgefunden habe, ist, wie mache ich denn hier Sand? Ich brauche Sand, um Glas herzustellen. Also, wenn ich Lampen bauen will, schaut mal. Werkzeuge, Materialien und hier, Glas wird als Bastelmaterial verwendet, ja bla bla, aber ich brauche Sand. Wo kriege ich denn zum Geier hier Sand her? Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ich habe versucht, schon Steine zu schmelzen. Also, einfach mal hier so Steine zu nehmen und die dann hier drinne. Moment. Ich habe eine Idee mit dem Mixer. Mit dem Betonmixer. Also wir müssen doch den Mixer bauen. Verdammt. Das könnte vielleicht gehen, wenn wir da Steine reinmachen. Die Steine dann in den Mixer. Okay. Wo bauen wir denn diesen komischen Mixer hin? Also den wollte ich jetzt nicht unbedingt hier drinne stehen haben. Der Mixer macht Dreck. Den würde ich hier mit hinstellen. Wir setzen den schon mal, dass ich das nicht vergesse.
Wie rum ist denn der jetzt richtig? Das ist wahrscheinlich kackegal. Ja, komm. Da kommt er hin. Können wir schon was reinschmeißen? Ja, elektrisch. Eisen fehlt uns noch. Eisen, die Gears und elektrische Kabel. Ein, geh weg. Eisen haben wir noch. Eisen können wir reinpacken noch. Ja, falsche Kiste. So, Eisen. Kupfer. Ich nehme mal das ganze Kupfer raus. Und ich esse mal zwei Dosen, weil die brauchen wir jetzt wieder für das blöde Kabel. Ja, jetzt ist er auch wieder fast satt. Das ist auch ganz gut. Oder ist satt. Doch, er hat Durst. So, wie sieht's denn aus? Materialien, Eckage. Ah, wir brauchen noch Plastikmüll. Der war auch hier drin. Oh, hoffentlich reicht das. Sechsmal. Ich glaube fünf. Habe ich das richtig gesehen? Jetzt fünfmal. Was ist denn jetzt los? Hier auf so rumzuklitschen und zu flackern. Boah, fünfmal, ey. Einmal haben wir noch übrig dann. Dann packen wir das auch wieder raus. Okay. Die brauchen wir jetzt nicht, die vier. Das hat man hier drüben drin, gell? Ich meine, es war hier, wo ich das gebunkert habe. Ja. Pack mal dahin. Oh, ich habe 40 Bücher gekauft. Ich habe also lernen, daran soll es nicht mehr scheitern. Ja, und hiermit bauen wir dann noch Beete. Das machen wir aber, glaube ich, alles in der nächsten Folge. Jetzt will ich wissen, ob ich. Jetzt will ich versuche, ich den Mixer noch hinzukriegen, um zu schauen, ob wir da drin. Eventuell, ja, jetzt brauchen wir wie gesagt diese Gears. Gucken wir mal, ob ich vier Gears noch herstellen kann. Ob man da drin Sand machen kann, das wäre ja natürlich klasse. Materialien, Gears, was will er dafür? Alles klar, Iron Ignit, das könnte sogar vielleicht drei, vier Stück. Alter Schwede, wie viel habe ich denn insgesamt noch von den Eisendingern? Das wird eng. Ich hole sie mal alle raus. Und dann brauchen wir diese Boxen. Die waren hier, ne? Ah, sechs Stück reichen da aber auch nicht. War ich sechs drin? Ich habe noch irgendwo anders welche gehabt. Wollte ich da welche verkloppen? Ja, dann hebt man die mal auf. Holen wir die lieber mal raus. Und dann schauen wir mal nach Materialien und bauen dann mal diese Dinger. Oh, ist dein Ernst? Willst du wieder diesen Kackhammer haben dafür? Es kann doch nicht wahr sein. Hier, da kannst du den Steinhammer jetzt aber nehmen dafür. Geht eh kaputt. So, mit dem Hammer in der Hand bauen wir jetzt mal. Ein Gang. Vier Stück brauchen wir davon. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja, das müsste reichen. So, da haben wir vier. Können wir den Rest auch wieder wegpacken hier. Ist der Hammer jetzt eigentlich beschädigt worden dadurch? Ja, so ein bisschen. So, Kupfer raus. Kommst auf die Seite. Aluminium, Kupfer. Die Eisenbahn brauchen wir auch nicht mehr. Und das können wir auch dahin packen wieder. Die 10. Ach komm, dann mal die 2 auch noch rein. Da weiß ich, wenn ich so das Zeug rumflackt. So, jetzt müssen wir den Mixer bauen können. Jetzt bin ich gespannt, was das Ding kann. Ja, mein Betonmixer gebaut. So, wir müssen den mit der ID verknüpfen. Das machen wir auch mit der 0815. Z. Ah, da jetzt, guckt, schaut hin. Es geht tatsächlich. Wir brauchen Stein und kriegen dadurch Sand. Ah, wie gut. Schön. Ja, dann machen wir doch mal Sand. Dann kann ich nämlich auch Lampen bauen. Jetzt wird das hier richtig elektrisch hier drin. Ah, schön. Zack, zack, zack. Kupfer haben wir auch geschmolzen. Da sind wir erstmal wieder gut aufgestellt mit Kupfer. 20 Mal. Und wo habe ich den Stein? Ich habe doch hier Stein drin gehabt irgendwo. Ja, jetzt nicht alle raus. Dann nehmen wir mal 18 Stück. Und gucken mal, was wir da an Sand kriegen. Wahrscheinlich auch nur 18 Mal. Das ist ja, Mensch, da hätte ich ja mal eher drauf kommen können. Muss ich das da reinschmeißen? Das ist die Product Area. Turn on. Click to mix. Aha. Ah, ich kann nur dreimal machen, demnach. Ich muss dran stehen bleiben. Ah, das ist ja. Na, okay. Kann man so machen. Und mehr kriegen wir jetzt nicht rein, wa? Muss ich vorher rausholen. Das dachte ich mir schon.
Jetzt, wieso geht das jetzt mit Shift nicht? Das ist ja bescheuert. Naja, gut. Packen wir das mal rein. Machen nochmal Sand. Was können wir denn da noch machen? Ja, Zement. Schaut hin, das geht. Mit Stein und Sand können wir Zement machen. Und ja, aber was kann ich damit bauen? Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, noch nichts gesehen, wo ich das brauche oder wo mir da sagt, ihr Zement benötigt oder so. Komm, wir machen das einmal. Vielleicht hat er auch was freigeschaltet jetzt, was wir lernen können. Jetzt habe ich einen Zementsack. Wie gut. Na komm, drei. Nee, nicht turn off. Eins, zwei und zwei machen wir noch dazu und danach mache ich wieder Sand. Das, ja, aber du musst halt davor stehen, ne? Mit roten Augen. Weißt du? Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass ich hier nicht mit Steuerung, mit Shift gedrückt dann das schnell rüberziehen kann. Dass man das Drag and Drop machen muss, das finde ich ein bisschen doof. Los, komm, wir brauchen Sand. Wir brauchen Sand, um Glas herzustellen, weil ich will nämlich Lampen machen. Dass wir auch Licht haben und diese Fackeln rausbauen können. Dann machen wir die Fackeln nämlich lieber draußen hin. Vielleicht ist dann das auch vorbei mit dieser Ruckelei im Spiel. Das ist ja unbegreiflich. Das ist, also wie gesagt, eine RTX 2070 und du hast ein paar Probleme hier. Das ist unbegreiflich. Dass der die Lichtdarstellung hinkriegt und die Schattenberechnung. Und ich habe die schon auf gering. Das ist, ja, wie gesagt, also performance-technisch ist das noch nichts. Aber da ist er bestimmt dran. Das wird er bestimmt verbessern. Komm hier, die zwei Steine machen wir jetzt noch weg. Und ist. Aber es ist gut zu wissen. Und wir haben alles auf einer Solarzelle oder zwei Solarzellen. Das läuft alles damit. Das ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die reichen. Ein ganzer Betonmixer. Mit dem Ding anschalten. So, aus das Teil. Ruhe hier im Karton. Zement haben wir gemacht. Ja. Schön, freut mich. Dass das so gut geht. Oder so einfach. Alles so schön einfach. Und vor allem das Connecten finde ich schön leicht. Wo packt man denn jetzt die Baumaterialien hin? Verdammter Mist. Was haben wir hier drin gehabt? Na komm, da hauen wir den Zement mit rein. Jetzt geht's. Jetzt kann ich das per Shift gedrückt halten, da reinschmeißen. Ah ja, und ich habe auch noch eine Knarre gefunden. Das Hunting Rifle, also als ich auf Fluttour war. Ne? Nur, dass ihr das auch wisst. Das können wir auch mal ausprobieren. Ich nehme das mal mit auf die nächste Tour, wenn wir zum Händler fahren. Also warum klitscht denn hier das? Ich weiß warum. Hier, weil hier solche Spaltmaße sind. Spaltmaße wie bei alten amerikanischen Autos und alten deutschen. So, was ist denn hier noch drin? Nix mehr, das brennt vor sich hin. Ja, das muss ja nicht sein. Da schmelzt man auch noch gleich was. Was hauen wir denn durch? Ich würde sagen, wir nehmen das Eisen. Eisen brauchen wir ja immer. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Dann schmelzt man dahin. Wir tanken auch nochmal nach. Das ist auch reicht. Ich glaube nochmal eins drauf. So. Ah, hier hatte ich eigentlich Baumaterialien drin. Naja, okay, das ist halt sortiert. So, das Holz. Holz ist da. Ja, was ist? Sand, Glas. Ah, da war ich stehen geblieben. Habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte? Mann, Mann, Mann. Also manchmal ist es echt schlimm mit mir. Das ist unbegreiflich. Werkzeuge, nein, Rüstung, Materialien. So, Glas. 10 mal Sand. Wie viel hab ich? 12. Oh, ich kann gerade mal ein Glas machen. Ist das dein Ernst? Aber wir brauchen nicht den Hammer in die Hand nehmen, das ist schon mal gut. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Steine, um dann Glas zu machen. Bauen, eine Lampe. Ich hätte gerne eine Lampe. Die ganz normale Lampe, da braucht er. Oh, ey, diese scheiß Kabel. Kupfer, der braucht ja nur. Aber, nee, aber halt, die Lampe, die kann ich aber extra herstellen, oder? Habe ich die jetzt gebaut? Ich habe Glas gemacht. Was brauche ich denn, um eine Lampe herzustellen? Oh, jetzt bin ich. Also die normal. Eine Birne muss das doch sein, Materialien. Oh, ey, das ist ja. Ey, jetzt ernsthaft. Einmal Kupfer, dreimal Eisen und zweimal elektrisch. Wie hin und her gerannt ist das hier? Mann, Mann, Mann. So, zweimal elektrisch. Das ist so viel. Leiterplatten, die in der Lampe drin sind, ist schon ein bisschen übertrieben. Leute, echt jetzt. So, was hat er gesagt? Dreimal Kupfer, ne? Und glaube auch dreimal Eisen. So, da sollten wir jetzt eine Lampe herstellen können. Auf geht's. Materialien. Wehe. Fehlt irgendwas. Ja, bauen wir mal eine Lampe.
Wir haben eine Glühlampe gebaut. So, und die packen wir jetzt da hinten rein. Weil viel weiter kommen wir jetzt ja gar nicht mehr. Ich glaube, das brauchen wir für die Lampe. Was war's noch? Wäre ja schon schön, wenn wir jetzt noch eine Lampe hier und noch Licht elektrisch reinbauen. Ja, Kupfer und Eisen. Ja, Kupfer, da hört es dann auf. Da müssen wir schon wieder prügeln gehen. So wie ich das sehe. Ich glaube, wir haben kein Kupfer mehr, oder? Oder war das nicht... Hatten wir nicht gut... Ja, doch. Hier mal Kupfer war das, gell? Oh Mensch, mein Kurzzeitgedächtnis, das ist eine Katastrophe. Viermal Kupfer, viermal Eisen und einmal Kabel. Kabel habe ich keins mehr, da müssen wir wieder was essen. Aber der hat eh schon wieder ein bisschen Hunger, das macht jetzt nichts. So, dann holen wir uns nochmal die viermal Eisen raus hier. Ach Quatsch. Ja, da hört's auf. Viermal Eisen haben wir da gar nicht mehr. Da müssen wir schon wieder schmelzen. Da hatte ich doch auch reingetan. Ja, raus damit. So, dann geht's schneller. Kabel. Fünfmal Kupfer. Oh, Leute, echt. Ey, das ist echt heftig, was der dafür braucht. Fünfmal Kupfer, komm jetzt her. Ja, das war dumm. Das war echt dumm. So, jetzt haben wir neunmal Kupfer hier. Das müsste reichen und dann brauchen wir noch... Ach, Scheibenkleister. Ich habe gar keinen... Ah, nee. Also das Kabel kriegt man jetzt wohl nicht mehr hin. Habe ich hier noch so ein Kram drin? Nee, habe ich auch nicht. Können wir dieses blöde Plastik herstellen? Ich glaube, das ist ein Verbrauchsmaterial, was du nur finden kannst. Tatsächlich. War das hier vielleicht? Also auf diesen Plastikmüll hier, da muss man sammeln gehen. Da muss man in die Stadt fahren. Anders geht es nicht. Das ist ja jetzt echt ein bisschen bitter. Um dieses Kackkabel herzustellen, nur dafür fahre ich jetzt dann doch in die Stadt. Also die Lampe wird dann diese Folge nichts mehr. Das tut mir leid. Aber ihr seht es ja hier, mir fehlt das hier. Zwei Dosen kann ich machen. Da essen wir hier einmal was. Zack. Eat. Da haben wir eine. Und die schmeißen wir uns dann auch hinten rein. Dass man, also, ich bereite jetzt noch vor für die nächste Folge. Wir haben auf jeden Fall rausgefunden, diese Folge, was schon mal gut ist. Der Mixer. Wir haben den Mixer. Ja. Für die Energie. Der Mixer für die Energiewende. Ja. Mit dem Messer in der Hand vor dem Mixer für die Thumbnail. Und wir haben... Ach, Quatsch. Komm, wir machen lieber den Thumbnail mit dem Kühlschrank und dem Ofen in der Mitte. Ah, der Ofen ist ja auch noch nicht fertig. Was habe ich denn da noch vergessen? Was wollte denn der noch haben? Oh, Leute. So, Kupfer rein. Jetzt haben wir den Ofen auch fertig in dieser Folge. Was? Wieso? Was? Der braucht einen... was will denn der mit Zement? Ein Pumpkin? Und rohes Fleisch? Aber was kann ich denn mit Zement da drin? Hä? Missing Items. Was will der denn mit Zement? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hole ich so ein Zement. Jetzt will ich das wissen. Was ist da mit dem Scheiß da? Was soll das denn? Wieso kann ich denn Zement in den Backofen packen? sag mal, was ist denn das für eine Logik? Muss ich da... Oder ist das einfach das Bild... Von dem Ofen. Some items will need to mix before being added to the stove. Hä? Das sehe ich nicht. Ah, den muss ich auch mit 0815 noch. Set ID, connect, turn on. Wie gut ist das? Da ist jetzt ein Kochtopf drauf. Das ist ja witzig. Aber was soll das denn hier? Kann ich jetzt hier da Zement reinpacken? Das richtig sehen? Nee, Blödsinn. Also das ist Nonsens. Ich weiß nicht, warum der so ein komisches Bild da, Zementzeichen dran hat. Aber das packt mal wieder weg. Das macht keinen Sinn. Zement raus. Aber rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Mal gucken, ob der das kocht. Oh, komm schon. Schnell auf Jagd. Sieben Nester haben wir übrigens auch. Ja, die habe ich auch in der letzten Folge ein bisschen ausgedünnt. Das war mir alles zu viel. Komm schon, Kaninchen. Irgendwas. Irgendwas, was
Was ich kochen könnte. Da unten sind doch manchmal Viecher gewesen. Rehe und Wildsäue, ich glaube hier drüben spawnt sowas manchmal. Komm schon. Ja, hechel, hechel. Fit bist du nicht. Oh, sonst war das immer so. Frühs und abends, wenn du im Spiel unterwegs warst, waren die überall, die Viecher. Selbst bei mir am Haus in der Nähe sind die rumgelaufen. Jetzt? Jetzt ist wieder gar keins da. Ach, da unten ist eine Wildsau. Die holen wir uns jetzt. Die erlegen wir noch. Da, also, das ist auch so ein Spielfehler. Wenn, sobald die irgendwo ankommen und in der Nähe von einem Baum sind, dann klitschen die da fest. Ha, rein ins Auge. Ja, langsam mache ich mich so als Speerwerfer. Wo ist denn der jetzt? Wo ist mein Speer? Du sollst ihn nicht fressen? Mein Speer wieder her. So. Ist alles für die Forschung, damit wir wissen, was passiert, wenn wir ein Stück Fleisch in den Ofen, der ja auch noch an ist, reinpacken. Zack, zack, zack. So, Mensch, der 200 Meter Lauf. Hechel, 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 ja. Da brauchen wir auch kein, da können wir das Lagerfeuer vielleicht auch wegmachen. Jetzt gucken wir mal, was der macht, ob der gekochtes Fleisch macht oder ob der gebratenes Fleisch macht. Vielleicht ist es sogar besser. Ja, wir werden sehen. Hätte vielleicht mit dem Moped fahren sollen. Naja. So, jetzt sind wir bei 32 Minuten. Wird Zeit, dass wir die Folge beenden hier. Verdammt. Aber jetzt hätte ich fast den Ofen vergessen. Aber hab natürlich, dann, natürlich dadurch wieder zwei. Ja, hechel nicht so viel rum. Komm, wie schnell erholst du dich denn? Brauchst nicht mal stehen bleiben. Sofort wieder voll. Kannst gleich wieder rennen. Ja, gar nicht so schlecht. So, her mit dem Stein, den brauchen wir ja auch. Hinein ins Vergnügen. Es wird schon wieder fast abends. Die Performance des Spiels wird in die Knie gehen, wenn die Fackeln an sind. Ja, so, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Was kann ich. Das kann ich reinpacken. So. Das geht halt echt nicht mit Shift, gell? Ist ein bisschen doof. Müssen wir so machen. Ach, jetzt wird ein Schuh draus. Ich brauche auf jeden Fall ein Pumpkin dazu. So Mist. Ansonsten kann ich da gar nichts machen. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt hier einfach reinziehen. Das macht er nicht. Also, das ist ein Rezept. Das heißt, wenn ich einen Kürbis habe und Fleisch, dann kann ich irgendwas da machen. Mal gucken, was er da macht. Aber dann können wir auch den Ofen wieder ausschalten. Nehmen wir auch den Topf wieder runter. Sparen wir ein bisschen Energie. Und ich pack mal. Oh, ich bin ein Held. Der Kühlschrank ist oben. Und ich pack mal das rohe Fleisch in den Kühlschrank. Schauen wir uns das mal an. Das scheint nicht mehr zu vergammeln. Das ist echt super. Das freut mich ja schon. Ja. Und packen mal unseren ganzen Baukram, den wir jetzt brauchen für die nächste Folge, hier unten rein. Was haben wir denn noch? Zwölfmal, ich pack's mal da rein. Ja, Kupfer war auch noch dabei. Verdammter Mist. Das ist hier schon wieder voll. Oh, Mann. Ja, da weiche ich mal halt mal schnell aus hier drüben hin. Dass ich nachher nicht wieder 20 Mal hin und her renne. Ich muss es mir bloß merken. Challenge an mich selbst. Ich bin gespannt, ob ich mir das merken kann. Den Sand. Packen wir jetzt auch da rein. Schon wohl wieder alles durcheinander. Das war eigentlich die Waffenkiste, Junge. Echt. Oh. Ein Durcheinander hier in dem Spiel. Unbegreiflich. So, hast du hier fertig geschmolzen? Ah, hast du. Das ist gut. Da können wir auch noch was reinschmeißen, dass es in der nächsten Folge wieder fertig ist. Ja, komm hier. 12 Mal Eisen. Dann 6 Mal Kupfer. Nee, machen wir nicht. Ich will einmal Kupfer hier. Oh, Junge. So, einmal lass mal da und dann schmelzen wir halt noch davon. 12 Mal Eisen. 5 mal, 5 mal. So. Nachtanken 2 Mal. Das müsste reichen, damit das auch fertig wird. Ja, oh Mann, Mann, Mann. Was eine Folge. Es tut mir leid, dass wir das jetzt nicht fertig gekriegt haben. So wie ich das vorhatte mit den Lampen noch. Ich hätte jetzt gerne hier oben noch eine Lampe reingebaut. So in den Wohnbereich, der das mal werden soll. Da draußen geht schon wieder die Sonne unter. Es ist ja auch schick. Der Ofen im Nichts. Der Kühlschrank. Sind da Zettel dran? Sind Einkaufszettel dran? Eier und Breath, oder? Machen Sie, komm mal, ein Stuss, Junge, echt. Naja.
Jetzt schauen wir mal, was ich als Thumbnail nehme. Ich würde sagen, ich gehe jetzt das Spiel speichern. Das dauert ja immer eine halbe Ewigkeit und beende die Folge dann hier. Und wir sehen uns dann wieder, wahrscheinlich nachdem ich auch geschlafen habe am nächsten Tag, damit hier die Performance nicht so in den Keller geht. Das ruckelt nämlich schon wieder in der Aufnahme. Ja, Spiel speichern. F1. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächste Folge. Wir haben heute in dieser Folge einen elektrischen Ofen gebaut. Wir haben einen Kühlschrank gebaut. Das haben rausgefunden, dass die Sachen da drin wirklich nicht mehr vergammeln. Das ist super. Das heißt, wir können jagen gehen und das Zeug gleich da reinschmeißen und müssen sich immer durchbraten und gleich fressen. Wird ja immer fetter, der Typ. Ja, in dem Sinne, ich bin raus. Habt einen schönen Abend. Wie immer auf dem Kanal. Tschö. Mit Ö.